einem neuen Video zu einem neuen Jahr. Und nein, ich bin nicht weg, ich bin wieder da im neuen Jahr und wünsche euch allen natürlich einen guten Rutsch, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und hoffe, dass ihr dieses Jahr mit ganz viel Motivation, neuen Zielen und ja, ganz viel Fröhlichkeit angeht. Und ja, ich dachte, ich nenne das Video einfach mal meine Vorsätze für 2021. Ich habe jetzt noch nicht so einen korrekten Plan, aber ich habe so einiges im Hinterkopf. Und ja, das dachte ich, jetzt zum Jahresabschluss mache ich direkt mal meine Ziele, die ich so in meinem Hinterköpfchen habe. Also ich habe ganz, 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 ganz viel vor. Also erstmal hoffe ich natürlich mit meinem aktuellen Job, dass da eigentlich alles flüssig verläuft, weil wir eine neue Teamleitung bekommen haben. Noch haben wir noch nicht mit ihr zusammen gearbeitet, auch noch nicht im geöffneten Laden. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir wieder öffnen. Ja, laut den ganzen Medien sollte sich der Lockdown doch wieder verlängern. Was ich auf eine Art wirklich gut finde, weil umso schneller könnten wir dem Virus endlich mal Tschüss sagen. Das hätten wir eigentlich auch schon von Anfang an machen sollen. Also genau vor einem Jahr hätten wir das länger durchziehen müssen, einen längeren Lockdown haben müssen. Weil das nicht geschehen ist, haben wir jetzt wieder einen Lockdown. Und dementsprechend, ja, habe ich ein bisschen Angst und bin ein bisschen zwiegespalten jetzt mit meinem Job. Hoffe natürlich, dass doch alles irgendwie gut wird und ich den nicht aufgeben muss. Falls es doch passieren sollte, werde ich das gar nicht negativ sehen, sondern positiv. Und vielleicht habe ich ja Glück und finde doch meinen Traumjob. Man weiß es nicht. Ja, zudem liebe ich einfach Anfang des Jahres. Ich weiß, Januar und Februar sind noch ein paar harte Monate, weil dann einfach so richtig der Winter kommt und es richtig kalt wird. Und es wurde jetzt auch die ganze Zeit Schnee angekündigt, aber irgendwie kommt nichts. Ist auch besser so. Bei uns hier unten ist es ja einfach nur Matsch, wo man sich echt die Beine brechen kann. Ja, dann ist auch schon März und mein Geburtstag. Leute, ich werde schon wieder ein Jahr älter. Ich will es nicht. Ich habe nichts geplant an meinem Geburtstag, alleine auch wegen Corona. Klar, ich wollte so gerne mal endlich mal in meinem Leben meinen Geburtstag feiern. Kann ich schon wieder nicht, aber ich nehme es nicht übel. Ich nehme es einfach positiv auf. Ab März für mich beginnt auch schon so meine Sommerstimmung zu wachsen. Und ja, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr, denke ich, nicht runter nach Kroatien gehen können. Egal, ob jetzt ein Lockdown wäre oder halt alles wieder frei wäre und wir dürften wieder reisen. Also es ist egal, es geht nicht, weil Kroatien an sich gerade eine schwere Krise durchmacht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es waren jetzt sehr, sehr schwere Erdbeben dort, die alles zerstört haben. Und besonders die Stadt, woher mein Freund kommt, beziehungsweise wo wir unser Haus haben und wo gerade noch die Oma aktuell wohnt. Deswegen alles sehr, sehr kritisch, sehr traurig. Es gibt 8 Tote. Ich habe das alles gesehen per Bilder und es ist nicht schön anzusehen, Leute. Und auf jeden Fall habe ich dann noch vor, dafür, dass es nicht in Urlaub geht, mir endlich dann ein eigenes Auto zu kaufen. Endlich, endlich mein eigenes Auto, womit ich jeden Tag fahren kann, wenn ich will, wann ich will und wo ich will. Ja, ich habe schon ein paar Modelle in meinem Hinterkopf, die sehr, sehr gut zu mir passen, welches ich auch sehr, sehr oft schon gefahren bin. Und es muss nicht neu sein, es kann alt sein, es ist egal. Hauptsache, es fährt mich von A nach B. Und ja, das ist so mein Ziel. Dann natürlich weiterhin YouTube. YouTube ist immer meine Nummer 1. Ich ziehe YouTube vor allem vor. Dann habe ich ja auch mit Twitch angefangen. Gerade aktuell im neuen Jahr wird es bis zum 5. erstmal eine Pause geben, weil ich jetzt die nächsten Tage unterwegs sein werde. Aber auch auf Twitch bin ich jetzt aktiv. Und falls du das zufälligerweise noch nicht mitbekommen hast, kannst du gerne vorbeischauen. Dort spiele ich halt ganz, ganz viele Spiele an, spiele sie durch,
spiele sie mit euch und es ist eigentlich ganz witzig. In jeder Branche habe ich etwas für euch, also es ist egal, ob Ego-Shooter, Abenteuer, Rollenspiel, Horror und. Deswegen schau doch gerne vorbei. Also ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr allgemein, egal welcher Monat, noch positiver als im letzten Jahr, und da war ich schon echt mega positiv, noch positiver ins Jahr zu starten, habe ich übrigens auch. Ich habe verdammt gute Laune. Ich hatte gestern auch sowas von Frühlingsgefühle, weil die Sonne einfach schien. Hallo? Ich habe schon meinen Frühjahrsputz gemacht und ich habe wieder angefangen mit Sport. Also ist es ganz, ganz viel Freude in dieses Jahr mitzunehmen bis zum Ende hin. Viel Positivität. Ich möchte mehr für meinen Körper tun wieder. Ich mache es jedes Jahr, lasse es aber irgendwann wieder schleifen und finde dann so ein Mittelding, ne? Und ich möchte aber diesmal einfach wirklich fit sein, regelmäßig Sport machen. Dann gibt es ja natürlich noch eine gute Nachricht. Meine beste Freundin zieht hier hin. Das heißt, ich werde den Sommer, den wir hier in Deutschland haben werden, halt mit ihr und schön am Rhein oder irgendeinem See oder in Holland verbringen, je nachdem, was uns der Lockdown erlaubt und was nicht. Beziehungsweise, wenn kein Lockdown mehr da ist, halt was man halt machen kann und nicht. Dann natürlich habe ich Großes vor mit diesem Zimmer hier, dass es wirklich fertig wird. Das ist der Gaming-Zimmer, den werdet ihr auf Twitch immer sehen. Hier werde ich auch meine YouTube-Videos drehen, weil ich das mit dem Schwarz irgendwie cool finde und es soll nicht negativ rüberkommen. Oh mein Gott, du hast einen schwarzen Hintergrund. Du bist negativ gestimmt. Nein, im Gegenteil. Ich war immer auf weißen Hintergründen und war vielleicht da mal negativ gestimmt. Nein, auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr cool, dieser Kontrast. Ich finde, ich komme dann viel besser zur Geltung. Aber ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Hintergrund findet. Dann möchte ich gerne noch meine Küche erweitern mit noch ein paar Schränken. Und natürlich habe ich wieder vor, dieses Jahr mein Beet zu pflegen. Ich habe ja auf dem Balkon letztes Jahr alles renoviert. Ich habe alles frisch gestrichen. Ich habe mir ganz viele Pflanzen gekauft, ganz viele kleine Bäumchen, Zitronenbäumchen und. Und ich möchte wieder meinen grünen Daumen hervorheben und es schaffen, was richtig cool ist, auf dem Balkon herzurichten. Und ich freue mich auch übelst auf die Balkonzeit bei mir. I love it. Dann möchte ich nochmal gucken, dass ich mich noch ein bisschen mehr mit Immobilien beschäftige, weil das ist auch so langsam ein wichtiges Thema. Ich habe zwar immer davon großflächig geredet, ja, Immobilien später mal, aber so langsam, finde ich, sollte es ernst werden mit Immobilien. Es ist auch jetzt egal, wo die Immobilie ist, ob sie jetzt doch im Ausland ist, wie ich es eigentlich geplant habe, oder doch in Deutschland. Das Wichtigste ist, dass man was Festes hat. Und das kann man am sichersten mit Immobilien, wirklich. Nichts ist sicherer als das. Und wenn du das hast, dann kannst du immer noch alles andere und im Internet und tun. Ansonsten lasse ich das Jahr auf mich zukommen. Ich bin mal gespannt. Habt ihr neue Jahresvorsätze? Habt ihr Ziele, wo ihr sagt, diesmal aber? Wir wissen ja immer, dass Nummer 1 immer irgendwie Sport ist. Also alle Leute fangen immer im neuen Jahr an mit, ich mach Sport. Eine Woche später, nö, Pinguin und das, schmeckt mir alles viel besser. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt. Und schreibt bitte auf jeden Fall in die Kommentare, weil mich interessiert es sehr gerne. Und vielleicht kann ich ja auch von euch ein bisschen Inspiration bekommen und sagen, stimmt, das ist eigentlich auch ganz gut, nehme ich mir mal auch vor. Genauso wie viel Wasser trinken, Leute. Wasser trinken ist das A und O, das sage ich euch. Trinkt viel und trinkt auch viel Tee. Lasst dieses Süße weg, macht das Süße weniger, Cola und, weil irgendwann werdet ihr merken, dass euch das komischerweise nicht mehr schmeckt. Das habe ich mit ganz, ganz vielen Dingen aus meiner Kindheit, die ich tagtäglich gegessen habe, die schmecken mir einfach nicht mehr so gut wie damals als Kind. Zum Beispiel eine Schokolade oder so ein leckeres, geiles Sandwich, ich weiß nicht. Entweder ich habe meine Geschmacksknospen verloren, glaube ich aber nicht. Oder allgemein die Geschmäcker haben sich verändert. Das dickste und krasseste, was ich mir überhaupt für dieses Jahr wünsche, ist nicht nur für mich, sondern auch für euch da draußen. Und zwar, dass wir Corona gemeinsam besiegen, dass Corona uns nicht mehr beeinträchtigt, dass wir wieder
normal leben können. Aber Leute, wir müssen jetzt noch ein bisschen zusammenhalten. Wir müssen uns das noch gedulden. Wir müssen den Leid noch ertragen. Wenigstens für 2, 3 Monate noch. Und dann hoffe ich, dass uns allen danach besser geht und wir tief einatmen. Und ich finde, ich kann jetzt schon mal eins sagen, Corona hat uns eine Lektion erteilt. Und zwar, Corona hat uns gelernt, noch mehr zu schätzen, was wir haben. Und dass wir vielleicht mal aussortieren sollten und minimalistischer leben sollten und sagen müssen, eigentlich brauche ich das nicht. Das ist nicht notwendig gerade. Das ist total überflüssig und ich könnte das Geld lieber geben für oder spenden an. Wisst ihr, was ich meine? Und damit möchte ich natürlich niemanden angreifen oder beleidigen, aber ja, man lernt halt mehr zu schätzen, finde ich. Das war es so von meinem Video. Ich hoffe, ihr habt einen ganz, 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 ganz angenehmen Start gehabt und habt ganz tolle Tage. Ich wünsche mir natürlich insgeheim ganz, ganz schnell den Frühling und den Sommer, weil ich bin ein übelster Sommer- und Frühlingskind. Das wisst ihr ja mittlerweile jetzt schon seit bald, glaube ich, 5 Jahren hier auf YouTube. Leute, wir haben ein Jubiläum. Ich bin bald 5 Jahre hier. Ja, das war's von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns schon ganz, ganz, ganz bald im nächsten Video und ich wünsche euch alles, alles Gute und macht das Beste draus.